Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Jurassic Park The Game. Wir befinden uns immer noch hier an dieser Stelle. Und wir werden jetzt mal gucken, was wir jetzt noch machen müssen. Du bist ziemlich still, Dad. Ah, Dad. Haben Sie eigentlich Familie? Geht Sie nichts an. Ich dachte nur, wenn Sie vielleicht verstehen... Sie lieben Ihre Tochter, nicht wahr? Ja, natürlich. Und Sie würden alles dafür tun, dass sie sicher aufwächst? Ja, natürlich. Gut, dann tun Sie genau das, was ich sage. Dann werde ich Ihre Tochter auch nicht erschießen. Sie reden mit Jess, als hätten Sie selbst eine Tochter. Stimmt's? Seien Sie still. Denken Sie an Ihre Tochter und Sie werden verstehen, was... Seien Sie endlich still! Hören Sie, Sie müssen sich wirklich beruhigen. Sonst wird sich Ihr Zustand noch verschlechtern. Sie sollten sich nicht um meinen Zustand sorgen. Okay, tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Ich bin zu weit gegangen. Verdammt richtig. Tut mir leid, ich wollte nur... Bitte beruhigen Sie sich, bitte. Wegen Ihrer Tochter. Fragen Sie nur weiter. Tut mir leid. Sie wissen gar nichts über mich. Wir sind nicht simpatico, comprende? Kein Wort mehr, sonst werde ich Sie erschießen und Sie den Bestien zum Fraß vorwerfen. Bitte beruhigen Sie sich. Das war doch nicht böse gemeint. Seien Sie einfach still. Okay. Ich verspreche es. Nur tun Sie uns nichts. Bitte tun Sie uns nichts. Wie oft sie jetzt schon die Waffe auf ihn gerichtet hat. Sie bringen uns alle in große Gefahr. Sie schulden mir eine Erklärung. Schulden? Sie auf, was Sie sagen. Okay, ja, gut, Sie haben recht. Ich wollte nur, ich hätte nichts sagen sollen. Okay, ich will doch bloß verstehen. Das müssen Sie nicht verstehen. Tun Sie einfach, was ich sage und alles wird gut. Okay, ich werde... Ganz ruhig. Okay, tut mir leid. Ich werde es nie wieder ansprechen. Bitte. Was machst du da? Ich, Aha. Tut mir leid, ich wollte leise sein. War ein Dinosaurier. Raubsaurier oder Pflanzenfresser? Ich bin mir nicht sicher. Ziemlich klein und leise. Compsognathus? Ja, genau. So einer war's. Oh, wir haben nichts zu befürchten. Sie essen hauptsächlich Eidechsen und sowas. Vielleicht ich nie wieder so an mich ran. Wie soll ich das denn jetzt machen? Der Pfeil bleibt ja nirgendwo stehen. Das ist jetzt ja gerade das Problem, das ich habe. Seht ihr das? Ich kann gerade nirgends. Das war vorhin einfacher, muss ich echt sagen. Thank you.
Okay, vielleicht sollten wir mal von hier hinten von null an komplett durchgehen. Gar nicht so leicht. Ich verstehe es. Ah, jetzt. Hallo? Kann mich irgendjemand hören? Bitte identifizieren, over. Hey, hi. Ich bin Jessica Harding. Ich und mein Dad sollten gerettet werden, aber hier ist eine Frau mit einer Waffe. Ich glaube, sie will mit uns nach Norden. Können Sie beschreiben, wo Sie sich befinden? Gibt es Gebäude, Straßen, Orientierungspunkte? Orientierungspunkte. Nein, eigentlich nicht. Der ganz normale Dschungelscheiß nur. Viele Bäume, viel Erde und so. Hier sieht alles gleich aus. Oh, aber mein Dad hat ein Feuer gemacht. Sie können den Rauch vielleicht sehen, wenn Sie... Hey, was glaubst du, was du da tust? Ich wollte nur meinen Freund anrufen. Estúpido! Bitte nicht, das ist alles meine Schuld. Ich will sie wirklich nicht töten, aber wenn ich muss, dann werde ich keine Sekunde lang zögern, comprende? Was ich zu verlieren habe, ist viel zu wichtig. Na los, gehen wir endlich weiter. Kann man nur so gemein sein? Ja, wir gehen weiter. Oh, aber mein Dad hat ein Feuer gemacht. Sie können den Rauch vielleicht sehen. Hallo? Sie... Was ist passiert? Waren Sie das? War das die Hardings? Ja, das Mädchen. Hat sich nicht gut angehört. Das Mädchen meinte, sie sind nach Norden unterwegs. Also fliegen wir in die Richtung und schauen, was wir finden. Keine Ahnung, Yoda. Vielleicht war das Mädchen im Schockzustand. Ich hab mal eine Studie gelesen. Tu mir einen Gefallen und halt die Klappe. Flieg einfach nach Norden. Gut festhalten, Leute. Das ist es. Siehst du was, Oscar? Kommt mir bekannt vor. Ach ja? Wann warst du denn da? Lange vor deiner Zeit. Keine Spur von ihnen hier. Keine Spur von ihnen, nur Bäume. Hat das Mädchen irgendwas von einer Klippe gesagt? Nein, aber sie meinte, sie wäre nach Norden unterwegs. Vielleicht sind sie auf dem Weg zur Küste. Habe ich irgendwas gesehen hier oben? Da vorne ist Rauch. Rauch? Glaubst du, sie geben uns Zeichen? Ich dachte, wir hätten es mit einer Geiselnahme zu tun. Was war das? In diese Richtung! Helikopter! Warum zum Teufel sollten sie das tun? Vorsicht! Oh, Scheiße. Tut mir leid. Ups. Der saß doch schon hinten. Endlich. Tut mir leid, komm. Noch einmal. Ich muss mal kurz übernehmen. Ja, Kumpel, weg da. Oh, sehr gut. Natürlich wissen wir um die enorme Auswahl an Fluglinien, die Dinosauriersphären durchqueren und danken ihnen, dass sie sich für Yoda Airways entschieden haben. Okay. Wo sind wir? Wieder am Boden. Oh Mann.
Engine wird stocksauer sein, wenn sie die Rechnung hierfür bekommen. Hätten halt eine Pterodactylus-Versicherung abschließen sollen. Versicherung. Was? Kannst du das reparieren? Klar. Gib mir einen Monat. Du hast eine Stunde. Okay. Das Tape im Überlebenskit. Der Dschungel hier ist irgendwie anders. Anders als wo? Für mich sehen alle Dschungel irgendwie gleich aus. Hey, erinnerst du dich? Hey, warte mal. Cookies. Vielleicht unsere Überlebenden. Kann sein. Aber die Stelle, an der du das Feuer gesehen hast, ist noch ziemlich weit weg. Außerdem höre ich jetzt nichts mehr. Los, weiter geht's. Ich rieche Rauch. Schau dir das an. Sie sind in der Nähe. Los! Warte. Könnte gefährlich sein. Weiß ich. Dafür habe ich ja die hier. Da rennt er einfach vor. Oscar, ganz klare Anzeichen für ein Lager. Sie waren hier. Müssen nur die Fährte aufnehmen. Hey, hier ist Blut. Das wird ja immer besser. Keine abgeknickten Zweige. Wenn sie hier entlang kamen, haben sie keine Spur hinterlassen. Hier sind ein paar frische Spuren, Oscar. Ich tippe auf Saurier. Fußtupsel. Oh nein. Das wird bei Mama aber gar nicht gut ankommen. Nein. Ups. Oh nein. Nein, ich habe ihn sterben lassen. Nur weil ich Screenshots machen wollte. Entschuldigung. Dann nochmal. Mutti ist stinksauer. Oh nein, jetzt habe ich ihn schon wieder einmal stolpern lassen. Oh. Hä? Nein! Oh, Mutti getreten. Okay? Oscar, Gott sei Dank. Dachte schon, mit mir sei's aus. Ich sagte doch, sei vorsichtig. Keine Medaille. Was ist das überhaupt für ein Viech? Was es auch ist, ich mache es alle. Shilo. Hey, hey, beruhig dich, Großer. Es ist vorbei, vorbei. Lass es gut sein. Schau's dir doch an, du hast gewonnen. Das ist keine Gefahr mehr. Hey, danke. Also, ich habe überall geschaut. Konnte nicht die Spur einer Fährte finden. Da lang. Ob ich wirklich da lang gehen würde, ich weiß es nicht. Ihnen ist schon klar, dass wir direkt auf den Rand einer Klippe zulaufen. Hier geht's nirgendwo runter. Wir müssen einen anderen Weg finden. Was wohl mindestens einen halben Tag dauern wird. Es gibt einen alten Siegenpfad, den wir nehmen können. Okay. Was ist das denn? Wow, warum hast du mir nichts von den Achterbahnen erzählt, Dad? Ich hab dir doch gesagt, dass es bei deinem nächsten Besuch viel mehr zu sehen gibt. Diese Achterbahnen wurden noch nicht mal ans Stromnetz angeschlossen. Der Pfad war in Stein gemeißelt und uralt. Er hat viele Stürme und Erdbeben überlebt. Hören Sie, es ist zu spät für einen Umweg und zu gefährlich, den Weg zurückzugehen. Benutzen Sie das Funkgerät. Kontaktieren Sie das Rettungsteam. Das ist unsere beste Überlebenschance. Da unten. Wir können dieses Vehikel benutzen, um runter zum Ausgang zu gelangen. Wir fahren damit? Der Hebel hier. Sieht aus, als könnten wir die Sinnen damit Richtung Ausgang stellen.
Ja, aber das ist der Notfallhebel. Mhm. Außerdem ist es doch offensichtlich, dass das Ding noch nicht fahrtüchtig ist. Es scheint der einzige Weg zu sein. Wenn Sie keinen sicheren Weg nach unten finden, muss ich Sie runterstoßen. Wenn ich Strom hätte, könnte ich die Achterbahn von hier oben aus vielleicht in den Wartungsmodus schalten. Er stellt die Schienen um, genauso wie der Notfallhebel. So können die Mitarbeiter die Schienen betreten, um zu arbeiten und Sachen zu reparieren. Aber ich sehe gar keine Wagen auf der Hauptschiene, Dad. Schalten Sie den Strom ein. Wir fahren also? Ja, es wird langsam dunkel. Wir können den Weg nicht zurückgehen. Und es klingt, als machen sich die Dinosaurier bald auf die Jagd. Auf die Jagd? Nach uns? Noch sind sie relativ weit weg, aber wir sollten trotzdem nicht mehr lange hier bleiben. Hören Sie, wenn wir es Leben bis zur Küste schaffen wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Verstanden? Ja. Und du kommst mit mir mit. Wir schaffen ein paar Wagen auf die Schiene. Hier, du bleibst beim Hebel und hilfst mir, die Wagen auf die Schiene zu bekommen. Hey Dad, wofür sind diese Wagen? Die haben gar keine Sitze. Ich schätze, das sind Förderwagen. Wir müssen sie von der Schiene schaffen und Wagen zum Sitzen draufheben. Okay. Bewegt das Gerüst. Wie soll ich das denn schaffen? Das ist doch viel zu schwer. Los, das Gerüst muss von der Schiene runter. Ja klar, das Gerüst bewegt sich kein Stück, es sei denn, Sie sind sehr viel stärker, als Sie aussehen. Einfach schieben! Ich kann nicht, schieben Sie doch. Das schaffe ich niemals mit bloßen Händen. So suchen Sie also die Wagen aus. Wow. Das ist cool. Bringe die Autos in die richtigen Reihenfolge auf die Strecke. Ich will nochmal drehen. Noch einmal bitte. So, jetzt haben wir genug gedreht. Wenn ich mir das so ansehe, würde ich sagen, dass das Kraftwerk irgendwo da drüben sein muss. Sie bleiben hier. Du gehst. Okay. Und wonach soll ich suchen? Nach einem Kraftwerk. Such nach Türen. Mach keinen Krach. Hier ist nichts. Nö, da ist nichts. Da ist nur eine Tür. Da ist es doch, genau hinter. Jawoll. Dad, hier sind Türen. Ist das hier das Stromding? Sieht ganz so aus. Öffne sie und leg den Hauptschalter um. Okay. Wenn du es sagst, Daddy. Die Türen sind verschlossen. Ich habe keinen Schlüssel. Schon okay. Ich schlag einfach die Scheiben ein. Ich brauche was, womit ich sie einschlagen kann. Mhm. Da unten das Steinchen zum Beispiel. Damit sollte ich reinkommen. Mist! Okay. Einmal falsch geklickt. Damit sollte ich reinkommen. Ich hab doch aber recht Zeit. Mist. Mann, oh. Mist. So ein Sputz. Damit sollte ich reinkommen. Ja. Schon wieder zu früh. Mist. Mist, sage ich jetzt auch. Ich klicke immer zu früh. Noch einmal, bitte. Damit sollte ich reinkommen. Ja. Super. Aber sind da nicht die Elektronik danach auch beschädigt?
Naja, okay. Wir sehen jetzt, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.